Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play die Sims 3 Unterschiede im Stammbaum-Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge, in der wir hoffentlich endlich erfolgreich unseren Plan mit Lucy in die Tat umsetzen können. Zu diesem Zweck werden wir erstmal, wir gehen jetzt erstmal duschen, würde ich sagen. Schaumbad ist böse. Nimm mal eine böse Dusche, Svea. Und dann kannst du dir Apfelpfannkuchen holen. Die Kinder schlafen noch, oder? Wie lange schlafen die noch? Ach, die sind zu spät nach Hause gekommen. Oder zu spät ins Bett gekommen. Hey, Alexander, was machst du da? Was machst du denn? Ah, ich habe keinen Kratzbaum für den kleinen Alexander gekauft. Das ist natürlich blöd. Aber du kannst hier trotzdem nicht meinen Teppich zerstören. Ich möchte das nicht. Böse Katze. Kann ich noch irgendwas anderes? Nee. Wir können ja noch mal kurz mit ihm quatschen. Sind wir schon Freunde? Nee, aber bald. Jäger und ordentlich. Das klingt auch gut. Okay. So, nachdem das erledigt ist, gehen wir jetzt trotzdem noch duschen und frühstücken. Die Kinder kommen jetzt erstmal kurz alleine klar, glaube ich. Und ich schau mal, wie es bei den... Wo wohnen nochmal die Flints hier? Die sind beide zu Hause. Beide zu Hause. Okay. Jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn ich wüsste, wann Mitchell zur Arbeit muss. Das wäre super praktisch, aber wir werden wohl einfach ausprobieren müssen. Jetzt ist eh erstmal noch kurz Frühstück. Wir müssen ja... Boah, wir kommen nicht an die Dusche, weil sie jetzt ihren Futternapf hier bewachen muss. Ist das dein Ernst, Hydra? Ist das wirklich dein... Ich freue mich so, wenn wir endlich ein größeres Haus haben, wo wir dann auch einfach... Wo es nicht so eng ist, wo man nicht ständig irgendwie Routing-Probleme hat. Das wird super. Okay, so, jetzt müsste die Dusche aber frei sein. Kiddies. Kennen beide noch. Ihr könnt frühstücken, wenn ihr wach seid. Ich hoffe, wir haben noch genug Essen im Kühlschrank. Luca schließt bald die Schule ab und Laura auch. Ihr bleiben noch ein paar Tage, um ihre Lehrer richtig zu beeindrucken, bevor sie die Abschlussnoten verteilen. Stehen eh beide. Oh, sie stehen nicht auf einer 1, sie stehen auf einer 2. Aber sie haben ihre Hausaufgaben abgeschlossen. Ach, gestern war ja keine Schule. Das sind noch die Hausaufgaben von vorgestern dann. Na, okay. Okay. Svea geht duschen, ja, aber ich denke, über die Noten müssen wir uns wirklich keine Gedanken machen. So, sind immer noch beide zu Hause? Sind immer noch beide zu Hause. Okay, ich würde sagen, wir fahren da zum Neulingsangelteich. Und warten dann da in der Nähe, okay, und warten da in der Nähe dann, bis einer von beiden das Haus verlässt. Hoffentlich Mitchell, das wäre perfekt. Was ist das jetzt schon wieder? Wegen der schweren Schneefälle am Morgen wurde der heutige Tag zu einem Schneetag erklärt. Schon wieder? Ja, dann hoffe ich aber, dass heute auch der Schulbus dann bleibt, wo er ist und uns nicht wieder völlig sinnlos abholt und in der Gegend rumkutschiert. Das hat ja mal überhaupt keinen Sinn gemacht. Oh, kommen die beiden jetzt nicht aus dem Bett wegen Hydra? Hydra, du nervst ultra. Oh mein Gott. Ja, ich muss die Türen absperren. Was ist das denn? Um Kompliment bitten. Was? Manche Leute sind bis ins winzigste Detail so attraktiv und intelligent, dass sie geradezu um ein Kompliment betteln. Denn Sim ist einer von ihnen und es ist Zeit, mit dem Betteln zu beginnen. Ach, er ist ja eine... Ich vergesse immer, dass er eine Diva ist. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Hydra, jetzt... Ja, genau. Jetzt geh einfach mal weg. Ich will, dass die zwei frühstücken jetzt. Auch wenn wir absolut keinen Zeitdruck mehr haben, weil Schule ist ja nicht. Hydra! Ja, die zwei kommen jetzt wirklich nicht aus ihrem Bett raus. Doch, okay, Laura kommt raus. Nee, wir gehen nicht in die Schule. Nee, nee. Nee, die findet nicht statt. Du hast... Mir wurde gesagt, die findet nicht statt, also gehe ich da auch nicht hin. Nee, nee, nee. Okay. So, die beiden sind versorgt. Wir sind am Angelteich angekommen und es sind immer noch beide zu Hause. Okay, ich weiß halt leider nicht mehr die Arbeitszeiten in der... wie heißt es denn? In der Polizeikarriere. Aber wir werden es gleich sehen. Svea, du kannst jetzt erstmal ein bisschen mit Magie spielen. Oh, es ist cool vor der Kulisse hier. Das riecht. Ich muss mal kurz die Headline-Effekte ausmachen. Ohne einen einzigen Tippfehler. Wow. So, und dann machen wir kurz ein Bild. Es sieht schon cool aus. Gut. Und dann, immer noch beide zu Hause? Ja, tatsächlich. Dann werde ich mich jetzt mal hier auf die Lauer legen. Ja, okay, okay, okay. Ich glaube, Flynn verlässt das Haus. Awesome. Okay, ich warte jetzt kurz ab, bis er ins Auto gestiegen ist und wegfährt. Und dann... Ja, okay. Dann gehen wir jetzt nämlich hier rüber und besuchen Lucy. Oh mein Gott, bitte sag mir, dass das jetzt funktioniert und sie nicht gleich auch aus der Haustür rauskommt. Aber soweit ich weiß, in der Sportlerkarriere, sie ist ja Mannschaftskapitänin oder so. Soweit ich weiß,
arbeiten die da erst 15 Uhr oder so. Also wir sollten genug Zeit haben. Ja, Mannschaftskapitänin. Oh mein Gott. Bitte sag mir, dass das funktioniert. Das wäre so gut, wenn es jetzt einfach funktionieren würde, wie ich mir das vorstelle. Sonst muss ich wieder mir einen Plan X zulegen. Ich wollte erst sagen Plan B, aber das... Also wir sind vermutlich schon in diesem Stadium. Okay, da ist sie. Sollen wir erst versuchen, sie einzufrieren? Lasst uns erstmal das mit dem Einfrieren probieren. Okay. Geh mal hier raus und dann rufen wir sie zu uns. Und ich hoffe, das klappt. Okay. Herbeirufen. Es ist auf jeden Fall kalt. Minus 7 Grad. Komm raus, komm raus, komm raus. Irgendjemand hat Probleme beim Umziehen. Okay, da ist sie. Okay. Probieren wir es, probieren wir es. Zauberwirken, Eisexplosion. Bitte, bitte frier einfach ein. Das wäre so perfekt. Wo geht sie denn jetzt hin? Was macht sie denn jetzt? Ruf sie nochmal kurz herbei. Wo geht sie denn hin? Lucy! Als wüsste sie, was wir vorhaben. Muss sie jetzt pinkeln oder was los? Okay, sie muss pinkeln. Ja, es sei dir gegönnt. Es sei dir gegönnt. So, und jetzt komm raus. Okay, sie kommt raus. Boah, mir rennt die Zeit davon. Hoffentlich hat sie heute frei. Aber ich glaube, Donnerstag könnte sogar tatsächlich sein, dass sie frei hat. In der Sportlerkarriere. Luca hat rausgefunden, wie man Schneemann baut? Also sie sind beide zu Hause, oder? Und hier steht nicht, dass sie die Schule schwänzen. Nee, hier steht Schneetag. Okay, alles klar. So, jetzt probieren wir es nochmal. Zauberwirken, Eisexplosion. Ah, okay, ich dachte schon, sie will sich jetzt schon wieder vom Acker machen, aber... Ah, nein, das ist ein Finder, das ist eine Hecke, die mir die Sicht versperrt. Ich brauche beste Sicht jetzt auf die Ereignisse. Beste Sicht. Ein bisschen näher ran. Okay. So, Rooney, und, ist sie eingefroren? Nee, Alter, wieder nix. Und jetzt kann ich das ja nicht ein zweites Mal anwenden hier, ne? Okay, dann fackeln wir sie kurz ab. Jetzt ist sie wieder aufgetaut. Okay, dann muss ich jetzt zu meinem ursprünglichen Plan zurückkehren. Passt auf, ich habe mir das folgendermaßen überlegt. Erstmal, wir haben hier eine Badewanne, zwei Badewannen, wo sie sich löschen könnte, wenn sie brennt. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier rein und wirken Eisexplosionen, damit die Sachen kaputt gehen. Dann kann sie sich nämlich nicht löschen. Und dann muss ich gucken, wo wir am besten dann das Feuer legen. Perfekt, das hat schon mal wunderbar funktioniert. Dann gehen wir noch hier hoch und machen das gleiche noch bei dieser Badewanne. Und ich hoffe, dass sie nicht gleich in die Arbeit fährt, dann wäre die ganze Mühe wieder umsonst. Das wäre super ätzend. So, das hier machen wir auch noch kaputt. Ich meine, vermutlich könnte sie sich auch mit den Waschbecken löschen, theoretisch. Oh, sie ist angefackelt. Sehr gut. Aber die Logik lassen wir jetzt hier mal außen vor. Okay, wo sollen wir es tun? Im Schlafzimmer vielleicht. Geh mal ins Schlafzimmer. Geh mal dahin. einfach beide Badewannen zerstört. Und dann rufen wir sie mal. Hoffentlich geht es. Hoffentlich ist sie nicht zu weit weg. Herbeirufen. Okay. Hör jetzt mal auf, den blöden Schneemann zu bauen. Hallo. Ah ja, okay. Nevermind. Wie sie kokelt. Und sie kommt trotzdem. Also irgendwie lernt sie halt auch nichts dazu, ne? Sie ist schon auch fast ein bisschen selber schuld, muss man sagen. Wie ist die Lage zu Hause? Denen geht's gut, den Tieren, den Kindern. Geht's auch ganz gut, glaube ich. Luca spielt schon wieder Klavier. Der macht auch nichts anderes, ne? So. Da ist sie. Okay, okay, okay. Jetzt. Wie machen wir das jetzt am besten? Wenn ich jetzt mal hier rüber gehe, kann ich dann den Boden anzünden? Ja, kann ich! Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Nein! Warum geht's hier jetzt weg, du blöde Kuh? Ich raste aus. Ich raste aus. Warum ist sie jetzt weggegangen? Okay, sie kommt wieder.
Okay. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt hier rüber. Nein! Sie soll jetzt doch nicht das Feuer löschen. Was ist denn mit dir? Okay, wir wirken nochmal eine Feuerexplosion. You gotta be kidding. Was ist denn das jetzt hier? Mit großer Macht kommt große Verantwortung oder nur das Bedürfnis, mit seinen Fähigkeiten zu prahlen. Mache das Leben für deine Umwelt angenehmer, indem du ihre Gerätschaften magisch verbesserst oder diese Möchtegern-Hexen bei einem Zauberduell in die Schranken weist. Hat sie gerade Level 3 erreicht? Oh, wir haben Level 3 erreicht. Okay. Also, wir haben jetzt hier nochmal Feuer gelegt. Oh. Es ist natürlich schwierig, ne? Weil jetzt ist unser Fluchtweg halt auch versperrt. Aber okay, wir zünden jetzt nochmal hier den Teppich an. Wir müssen einfach genug anzünden, dass sie es nicht schafft, es zu löschen. Okay, den Spiegel kann ich nicht anzünden. Sie löscht es die ganze Zeit. Hör doch jetzt auf, das zu löschen. Nein. Wir müssen einfach super viele Feuer legen. Aber sie ist einfach zu schnell beim Löschen. Sie ist viel zu schnell. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Okay, hier nochmal. Feuerexplosion. Hör jetzt auf, ständig meine Feuer zu löschen. Was ist denn mit dir? Boah. Es funktioniert einfach nichts. Es funktioniert einfach nichts. Wir müssen noch ein bisschen schneller werden. Nee, wir gehen jetzt nicht pinkeln. Mann! Hör auf, meine Feuer die ganze Zeit zu löschen. Hör auf damit. Hör auf damit. Mann! Alter. Ich raste aus, wirklich. Okay, noch eins. Nein, Mitch ist zu Hause. Was ist, wenn er jetzt Feuer fängt? Oh Gott. Nein. Hör auf. Oh, ich habe echt gedacht, er fängt jetzt Feuer. Oh, that was intense. Okay. Was mache ich denn jetzt? Jetzt ist er zu Hause, sie ist angekokelt, aber sie will einfach nicht brennen. Weil sie ständig alles wieder löscht. Warum ist sie so gut im Feuerlöschen? Das ist doch kacke. Oh, Mitch brennt! Nein. Warum? Und warum hat er so einen komischen Hut auf? Was machen wir denn jetzt? Ach so, ja, geht jetzt erstmal pinkeln. Okay. Sag mal, Mitch, merkst du was? Mitchell? Mitchell, du brennst. Oh mein Gott. Oh. Ah, okay, sie löscht ihn. Alles klar. Wir müssen uns nicht stressen, sie löscht ihn. Ja, das ist ja jetzt super nach hinten losgegangen, ne? Das ist jetzt ganz toll nach hinten losgegangen. So ein Mist. Das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Jetzt sind beide angekokelt. That's great. That's just great. Oh, so ein Mist aber auch. So ein Mist. Warum hat sie nicht einfach Feuer gefangen? Warum? Kann ich sie jetzt nochmal anzünden? Nee, kann ich nicht. Ich kann sie jetzt nur einfrieren. Das ist doch kacke. Das ist doch einfach so kacke. Was ist das hier? Schwindende Zauberkraft. Svea hat den Großteil der Zauberkraft aufgebraucht. Wenn sie weiterhin so viele Zauber wirkt, und wird ihre Magie gefährlich knapp werden. Mist. Okay. Warte mal, was? Laura hat Level 2 Spielautomat? Okay. Was machen wir denn jetzt? Dann muss ich doch meine Magiefähigkeit erhöhen. Das ist doch kacke. Können wir jetzt eigentlich irgendwas Neues machen? Achso, da stand irgendwas mit magisch irgendwelche Sachen verbessern hier, ne? Das ist doch so scheiße, ey. Mann, das sollte überhaupt gar nicht so laufen. Was mache ich denn jetzt? Ja, toll, jetzt reicht unsere Zauberkraft nicht mehr aus. Okay. Was ist, wenn wir jetzt hier nochmal Feuer legen? Alter, jetzt geht sie wieder weg. Warum geht sie immer? Dann brenne ich jetzt trotzdem dein Haus. Ich verbrenne jetzt einfach trotzdem dein Haus.
Einfach weil... Ah nein, lösch das doch nicht, bist du blöd? Jetzt fängt sie selber an, die Feuer zu löschen. You gotta be kidding. Oh nein, stopp, jetzt haben wir unseren Fluchtweg verbaut. Oh, du bist so doof, Svea, manchmal echt. Oder können wir da jetzt noch außen rum gehen? Nein! Was habe ich getan? Ich wollte doch das Haus abfackeln und nicht Svea. Warum sind wir jetzt in dieser Situation? Okay. Alter, ich raste aus. Das ist doch eine Chaosfolge hier. Luca hat viel Fähigkeit, Klavier Level 6 erreicht. Freut mich nicht. Scheiße. Okay, wir hauen jetzt ab. Wir hauen jetzt ganz schnell ab. Warum bist du jetzt schon wieder im Feuer? Warum stehst du im Feuer jetzt schon wieder? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Muss ich dich jetzt wirklich retten? Oh mein Gott, ich schwöre, ich raste aus. Ich raste aus. Aber wir haben ein Gemälde verkauft. Ich will doch nicht, dass du ständig ins Feuer rennst, du Idiot. Sondern deine Frau. Wo ist sie überhaupt? Steht einfach da unten rum und tut nichts. Ach Mitch, ich muss jetzt auch hier bleiben und aufpassen, dass er nicht verbrennt einfach. Das ist doch richtig dumm. Das hat ja mal super toll hingehauen. Nicht. Okay, ich verpiss mich jetzt. Ich gehe jetzt nach Hause. Leute. Oh, jetzt dachte ich, sie brennt vielleicht doch. Sie fängt doch noch an zu brennen. Aber. Nee, du gehst jetzt nicht die Flammen löschen, Svea. Svea, halt dich doch bitte einfach raus. Ja, okay, ich glaube, der Drops ist gelutscht. Ja, okay, wir können. Nee, wir können jetzt auch noch ganz kurz mit Mitch über diese fürchterliche Tragödie sprechen, die sich hier ereignet hat. Also, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Oh, Mist, wie werde ich die denn los? Wie werde ich die los? Ich will mir jetzt auch nicht hier Dexter's Bear runterladen oder irgendwelche Mods, sondern ich würde das gerne einfach so spielintern hinkriegen. Mitchell hat einen schlechten Tag. Ja, du, das kann ich mir vorstellen. Das gibt's doch nicht. Wie könnte ich das hinkriegen? Wie könnte ich... Ich weiß nicht. So kalt, es ist so bitterkalt. Es fühlt sich an, als würde es nie wieder wohlige Wärme umgeben und Zauberkraft verbraucht. Ey, was für ein unerfolgreicher Tag. Richtig kacke. Aber wenigstens haben wir... Wer ist denn das? Conrad Finley, was machst du hier? Und wo ist jetzt... Ach hier, sie steht jetzt in der Küche und kocht. Können eigentlich... Vielleicht fängt sie ja hier an zu brennen. Können wir jetzt noch kurz beobachten, aber vermutlich eher nicht. Was ist das? Verängstigen. Nee, du gehst ihn jetzt nicht verängstigen. Geh jetzt einfach nach Hause, Svea. Du gehst mir auf den Keks. Völlige Versagerin heute. Völlige Versagerin. Ja, dann muss ich eigentlich... Dann muss ich mir was anderes überlegen. Ich meine, es gibt auch noch so Zaubersprüche, dass quasi das Hungerbedürfnis runtergeht. Ich weiß aber nicht, wie weit es runtergeht. So ein Mist. Ich hatte mir diesen Plan so schön zurechtgelegt und es hat einfach null funktioniert. So 0,0. Ja, okay, jetzt müssen wir erstmal unsere Zauberkraft hier wieder aufladen, weil die ist einfach komplett verbraucht. Da ist nichts mehr übrig. Aber dafür hat uns der Tag schon auch ein bisschen was gebracht, so zauberkraftmäßig. Also wir sind schon weitergekommen. Immerhin das hat was gebracht. Jetzt muss ich dann mal gucken, ab welchem Level man jetzt diese anderen Zaubersprüche bekommt mit, ich glaube, irgendwie so, welche Hunger kann man runterziehen, Harndrang und Hygiene oder so. Ich weiß aber nicht, auf welchem Level. Und es dauert ja so ewig lang, bis wir hier mal weiterkommen. Das ist echt ein bisschen blöd. Ihr beiden könntet auch mal hier euch jetzt Abendessen holen. Wie sieht's aus? Das für einen Wunsch, neue Klavierkompositionen lernen. Okay. Trinkgeld verdienen. Im Park Klavier spielen, weil brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was machen wir denn mit dir jetzt, Svea? Jetzt können wir auch keine Magie mehr üben, weil du hast einfach keine Kraft mehr. Aber was wir machen könnten, ist nochmal ins Fitnessstudio gehen. Und hier die Athletikfähigkeit ein bisschen erhöhen, weil das brauchen wir ja für den Job.
Ja, wir sind eh schon Level 5. Das ist gar nicht so übel. Gar nicht so übel. Aber Athletik, wie sieht's da aus? Wir sind jetzt auf Level 7. Wir brauchen aber Level 8. Aber das haben wir gleich. Also, das schaffen wir easy heute noch. Wir machen mal... Ach, schau mal, da ist Joseph. Unser Opfer. Wir machen mal Länge des Ausdauertrainings 12 Stunden, Krafttraining 11 Stunden. Wir machen ein bisschen Krafttraining hier. Schnell, nicht schneller Sprint. Selbst anspornen. Mach das mal. Mann, mich ärgert das. Mich ärgert das, dass es nicht funktioniert hat. Und dann hat... Wir haben es ja sogar geschafft, dass jemand angefangen hat zu brennen, nur weil es halt dummerweise leider Mitchell und nicht seine Frau. Ach, naja. So, Kiddies, warum seid ihr nicht beim Abendessen? Weil sie die Treppe nicht runterkommen, weil Hydra schon wieder blockiert. Ich brauche ein größeres Haus. Wir versuchen es nochmal. Okay, Laura geht die Treppe runter. Ups, nee, Moment, ich wollte zu Laura, nicht zu Svea. Okay, nee, nicht mit Käse zubereiten. Du sollst dir was aus dem Kühlschrank nehmen, was schon drin ist. Da sind ja noch Reste drin. Du musst jetzt nicht was Neues kochen, hoffe ich. Oder doch? Okay, nevermind. Da wusste sie wohl mal wieder mehr als ich. Dann bereiten wir jetzt halt Pfannkuchen zu. Pfannkuchen sind auch ein gutes Abendessen. Gut, und Svea ist brav am Trainieren. Wann muss die morgen arbeiten? Erst um 21 Uhr, ja dann. Ah, Mann, ist das ärgerlich. Ich dachte, dass wir das heute hinkriegen, aber... Das Schicksal wollte es anders. Das Schicksal meint es einfach zu gut mit Lucy. Viel zu gut. Viel zu gut. Es war so eine gute Gelegenheit. Vielleicht müssen wir unser eigenes Haus doch tatsächlich abbrennen. Vielleicht müssen wir sie zu uns einladen. Okay, sie hat Level 8 erreicht. Perfekt. Vielleicht müssen wir sie zu uns einladen und unser Haus abbrennen. Was ich aber ungern tun würde, weil es halt unser Haus, ne? Ich möchte eigentlich jetzt nicht unsere Sachen abfackeln. Gut, Hydra hat ihren Napf leer gefressen, glaube ich. Dann können wir den kurz einmal auffüllen. Svea kann noch ein bisschen im Fitnessstudio bleiben. Okay. Oh, der kleine Alexander schläft. Ach, ich brauche noch einen Kratzbaum für den, ne? Wo stelle ich den hin? Ich habe doch eh schon so wenig Platz. Wo soll ich den hinstellen? Oh, und wir müssen noch Hausaufgaben machen, kann es sein? Ach nee, die sind... Ach, heute war ja schon wieder keine Schule. Ist hier eigentlich irgendwann... Findet hier irgendwann nochmal Schule statt? Oder wie sieht's aus? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Gut, dann kann Laura noch was futtern. Und dann noch kurz auf die Toilette und duschen. Dann kannst du schlafen gehen. So, Hydra geht's gut. Was möchtest du? Herumrennen. Ja, kannst du gern machen. Und einen Edelstein finden. Haben wir ihr die Jagdfähigkeit schon beigebracht? Ja, haben wir tatsächlich. Jagen Level 1 und Tricks Level 1. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Dann gucke ich jetzt nochmal rüber ins Fitnessstudio. Was möchtest du? Hydra einen Schmatzer geben. Können wir gerne machen. Das können wir gerne machen. Wie sieht es denn aus? Eigentlich können wir hier noch eine Weile bleiben, oder? Wir müssen ja morgen erst super spät anfangen. So. Ach, Laura, warum gehst du nicht ins Bett? Was ist denn schon wieder? Warum musst du jetzt den Hund bürsten unbedingt? Konnte das jetzt nicht warten. Ein Irrenhaus. Ein Irrenhaus, ich sag's euch. Logik 101. Nee, danke. Ein absolutes Irrenhaus. Dann bleibe ich jetzt kurz nah, um zu überprüfen, ob du wirklich schlafen gehst. Was nicht notwendig sein sollte in deinem Alter. Wann haben die Geburtstag? In 3 Tagen schon. Ui, 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 ui. Und wir müssen auch mit Svea immer noch die Charisma-Fähigkeit maximieren. Das dauert mir auch schon wieder alles viel zu lang. Dauert mir schon wieder alles viel zu lang. So, jetzt ist einfach 1 Uhr morgens und Laura kommt jetzt erst ins Bett. Das ist natürlich super. Aber dafür geht sie jetzt auch tatsächlich gut. Svea, dann kannst du jetzt auch nach Hause kommen. Wie weit sind wir gekommen? Hälfte. Voll gut. Voll, voll gut. Dann kann Svea eigentlich auch noch kurz magisch verbessern. Hey, unsere Zauberkraft ist ja wieder voll. Die ist ja total aufgefüllt wieder. Mega gut. Sollen wir das mal selbstreinigend machen? Sollen wir es ausprobieren? Ich glaube, ich möchte das kurz ausprobieren. Hydra, du bist schon wieder... Boah, ey. Hydra, du sollst nicht Objekte bewachen auf aggressive Weise. Das sollst du nicht. Nee. Böser Hund. Okay, und dann hatten wir hier noch... Hier, ausschimpfen für...
Achso, nee. Für zerstörerisch sein kann ich sie jetzt nicht mehr ausschauen. Was haben wir hier? Hydra hat Svea offensichtlich ganz besonders ins Herz geschlossen und sie möchte mit Svea freundhaft das Leben schließen. Richtig schön. Gut. So, jetzt nochmal hier. Also, selbstreinigend. Lass uns das mal ausprobieren. Oh, das ist sehr blau. Aber auch praktisch. Die Zaubereifähigkeit steigt. Und auch gar nicht mal so langsam. Aber wie lange... Ach, da ist ja eine Anzeige, wie lange das dauert. Okay, nevermind. Ich dachte gerade, wie lange dauert dieser Zauberspruch noch. Ey, das ist ja super cool, wenn die da so lange rumzaubert. Dann steigt ja auch die ganze Zeit auch ihre Fähigkeit. Hat es jetzt funktioniert? Ja, müsste funktioniert haben. Okay, cool. So, dann geh mal duschen und dann... Sollen wir noch was essen? Nee, komm, das sparen wir uns. Essen gibt's morgen früh wieder. Essen gibt's morgen früh wieder. So, jetzt wird erstmal die selbstreinigende Toilette getestet und dann musst du dich ganz dringend waschen, liebe Svea. Und dann darfst du ins Bett gehen. Und das war's auch schon wieder für die heutige Folge. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich auch ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ganz bald in einer neuen Folge. Bis dann. Tschüss.